So. So, in dem Fall haben wir jetzt ein neues Haus gemietet, sind aber jetzt fahrzeuglos, weil uns gerade das Auto geklaut wurde. Mein schönes Auto. Das heißt, ich latsche jetzt da runter und lass das orten. Weil ich jetzt noch so viel Geld habe, oder? Nur. Ich weiß nicht, ob das... Das war doch nicht an, oder? Ich habe doch extra auf Knopf gedrückt. Ich mache doch immer Außenschließ ab. Oh nein, Taxi kostet glaub nichts. Stimmt, Taxi kostet nichts. Es ist so lustig gerade, ich muss mich kurz erstmal fangen. Weil das ist zu lustig. Weißt du, die Vorstellung, jetzt kommen da zwei so Typen an. Fuck, Alter. Jetzt hab ich gerade voll von den Blättern oder dem Scheiß da erschrocken. Ey. Oh, ich muss richtig... Pegasus? Digga, dieses Kabel geht mir so auf den Sack. Ach, krass. Das sind diese von GTA Online, diese Dings, ne? Die dir ja dann so Flugzeuge bringen und so. Pegasus war das. Da, das wird man mieten da oben. Das wäre doch mal nice. Schöner Morgensport um 0:19 Uhr. Ja, ist eigentlich ganz chillig. Hätte ich mal lieber das... Oh Gott, stell mal vor, ich hätte das Auto schon abgekauft. Für 14.000, aber das muss ich ja trotzdem dann noch. The Legend Freeze, Alter. Freeze! Dankeschön fürs Folgen. vielen Dank für den Follow. Sehr angenehm von dir. Finde ich cool, dass du jetzt hier mit dabei bist. Und ich hoffe natürlich auch öfters. Und ich hoffe natürlich auch mal auf YouTube. Ist doch auch geil. Da kommt immer regelmäßiges Zeug. Ganz viel. Auch Homestead. Ich glaube, ich rufe mal ein Taxi. Wenn die noch da sind. Ach, lol. Warte, hier habe ich doch drin die Nummer, oder nicht? Nice. Ja, danke. Was kann ich gegen dich tun? Flammenwerfer meistens. Ich kann aber auflegen. Das wäre eigentlich auch eine gute Option. Stimmt. Ich bräuchte mal einen ganz geschwinden Taxi, wenn das möglich wäre. Was heißt ganz geschwind und wohin? Ich schicke mal ein Dispatch. Ich stehe bei diesem Eclipse Tower. Ja, ich bin sofort da. Ich scheiß kurz auf die STVO. Dann so schnell muss nicht sein. Alles gut, kein Stress. Ich fahre schon 130, keine Sorge. Alles klar. Dank dir. Ja, bis gleich. Sorry. Wie geil war denn das Gespräch, Alter? Ich scheiß schon auf die STVO. Krasser Stein, da steht einfach ein Stein drin. Was macht denn Char als Beruf oder so? Ich bin Cutter bei Weasel News. Kameramann und Cutter. Ja. Aktuell. Der Kollege hier.
Aber ich leg mich so lange mal hin. Oh. Guck mal, was der für einen krassen Beinsport machen kann. Der kann sich durch den Boden wickeln. Das ist eine mega gute Sportart. Die nennt sich der Haifisch. Der dreht dann. Oh. Wusch. Huch. Der hat so gute Laune, der Dude. Ja, ich glaube auch. Was für Familien gibt es derzeitig? Was für Familien? Keine Ahnung. Also so Mafio-Familien. Ich habe keine Ahnung, was da gerade rumläuft für Viehzeug. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wer da gerade so under the way ist. Ich kenne mich da gerade nicht. Ich habe mich da noch nicht eingelebt in diese Szene. Es hört sich nach einem Hot Rod an. Das könnte das Taxi sein. Digga. Juhu! Servus! Oder zum Sozialamt. Was? Also Zivilamt. Sozialamt. Das Asozialamt. Kannst du bitte nicht so schreien? Entschuldigung. Ich hab schon ein bisschen Infos. Ich weiß aber nicht, ob da noch jemand da ist. Nee, ich muss doch dazu niemanden sozusagen. Ich muss nur mal mein Auto orten lassen, weil das haben mir so ein paar Pisser geklaut. Okay, dann warte ich da gleich und bring dich dann dahin. Oha, das ist ja cool. Ja. Ist das jetzt geschwind genug? Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir auf jeden Fall mal für diese schnelle Nummer. Sozusagen. Nice. Oh, Junge. Ah, der war zu früh. Perfekt, vielen Dank. Ich kotze dann da kurz auf den Tresen. Ja, Mann. Ja. Wie der motiviert ist. Hi. Ich hab nicht genug Bargeld dabei. Komm schon. Hi. Sonst bin ich mal gespannt. Wo ist dein Geliebte? Da. Dort habe ich einen Marker. Auf meinem Handy gecrackt. Und das ist ein hässliches Auto. Keine Ahnung, was das war. Oh, jetzt bin ich gespannt. Auf was? Ob die Kiste da rumsteht irgendwo. Und was das für Homies waren. Hast du es auch zu den Leuten gehört, die hochgenommen worden sind, die Autos gezogen worden sind? Nee. Eigentlich nicht. Du bist doch Safe Cop, oder? Hm? Du bist doch Safe Cop? Nee. FD. Auch nicht. Was bist du dann? Ich bin Kameramann bei Weasel News. Ja, ich fahre gerade nur Weasel News Mitarbeiter jetzt schwindeln. Stimmt, ich hätte auch jetzt ein Weasel Auto nehmen können, fällt mir auf. Aber wie hätte ich das dann zurückgekriegt? Ja gut, das ist ja nicht dein Problem. Aber das sind gerade welche da, also die hätten das gemerkt, dass sie nur kommen zu müssen. Mhm. 140, auf geht's. Rück. Ja Mann, gib ihm. Was packt denn die Kiste dann? Der fährt auf Krampf, also wenn man wirklich mit bergab und rücken will. 160. Aua. Ah. Da steht er tatsächlich. Ja, moin. Boah, ich bin dir dankbar, gell? Nicht dafür. Top. Schönen Abend noch. Jo, mein herzlich. Jo, tschüssi. Ist aber ganz schnell weg hier.
Oh, ich hab mein Auto wieder. Oh, scheiße, was war das denn? Die haben das safe. Was für Hurensöhne. Keine Bezahlung, die Taxis sind for free hier. Oh, da steht so ein Tesla-Verschnitt. Oh, geil. Und so ein Urus, der orangene wieder. Der steht hier öfters. Ey. Das Lederbett ist weg. Jetzt erklär das mal dem Dexter, dass das Bett geklaut wurde, Digga. Oh. Was ist noch weg? War das nicht was? War da nicht was im Mülleimer? Wo? Ich muss mir erstmal was zum Schnabulieren holen, wenn da jemand noch da ist. Nee, da ist keiner da, oder? Nee. Scheiße. Die haben safe. Nein, ich habe nichts im Mülleimer gelassen zum Zwischenlagern. Das war Müll, das musste weg. Die haben safe. Die haben safe irgendwie die Karre hops nehmen. Also die wollten die behalten wahrscheinlich. War halt wahrscheinlich, deswegen haben die die unten reingeparkt zum Zeug verstecken und so. Ey, Gott sei Dank habe ich das Auto wieder. Jetzt kann ich ja mal zum Haus fahren. Hat's wieder rausgeholt. Ja, ich habe das wieder rausgeholt. Das ist aber was anderes. Ach so, dazu muss ich ja das Handy ablegen und das Handy wieder anmachen. So. Mad Wayne Tundra 3. Ey, Gott sei Dank. Und vor allem, Gott sei Dank ist die Karre nicht zu Brei geschlagen oder so. Was für Schniedelwütze. Das ist richtige Schniedelwutze, oder nicht? Schniedelwutzers. Schniedelwutzens. Richtige Schniedelwutzens. Finde ich nicht gut. Dieser. Oh, Alter, die Bodenwelle. Was ist denn hier drin? San Andreas Gallery, was? Kunstgalerie? Um 12:30 Uhr morgens erstmal Kunstgalerie angucken, oder? Warum auch nicht? Das Auto geklaut. Ich muss das angelassen haben. Kann da immer jemand dann im Video. Melonenscheibe. Im VOD nachgucken? Ist doch so, oder? Im Video. Geil, wir sind gleich da. Ah, schon wieder hier hoch. Halt dich mal fest. Als ob. So eine lange Bude. Okay, guck mal. Weil das hier war ja mein erstes Haus. Roffel. Und jetzt ist es halt das hier. Oh, wild. Nice. Kein scheiß Tor. Kein scheiß Tor, wo man durch muss. Und dazu... keine scheiß Tür, wo man drüber klettern muss. Also doppelt so gut wie, wie die letzten zwei Häuser. Jetzt gucken wir uns mal hier außen um. Cooles Fenster, ohne Fenster. Nice. Oh, nice. Das ist cool. Das ist cool. Sehr nice. Guck mal. Und dann die Aussicht hier. Sehr schön. Ist okay. Ist okay, das Haus. Ich hätte schon Besseres erwartet, aber ja. Geil. Und man kann sogar rausgucken.
Top. Ach so, jetzt habe ich das Zeug im Kofferraum. Dann hole ich das noch kurz. Und dann ist auch gut für heute. Denn dann muss ich nämlich noch die halbe Nacht mit Schneiden verbringen, damit das alles noch auf YouTube hoch kann. Und ich habe nämlich noch viele, viele andere Videos, die noch gemacht werden müssen. Deswegen, ihr könnt ruhig abschließen. Weil das klaut mir nicht nochmal jemand. Das war das letzte Mal. Ihr könnt mich ruhig mal auch, wenn ihr Lust habt, auf YouTube gehen, euch mal ein bisschen was angucken und auch mal ein Abo da lassen, weil da gibt's täglich ein Arsch voll Videos. Hab kurz nachgeschaut, das ist abgeschlossen und Motor ausgeschaltet. Wie zum Teufel? Ich hätte eigentlich die Polizei rufen sollen, ha? Ich hätte eigentlich die Polizei rufen sollen. Das bedeutet, das Fahrzeug bleibt hier auf jeden Fall immer eingeparkt, weil sonst kommt mir da noch einer an die Karre ran. Das heißt, es gibt jetzt eine Möglichkeit, die Autos zu klauen. Das heißt, die haben jetzt irgendwie Werkzeug oder irgendwas, um in die Autos einzusteigen. Weil wir es nicht zum ersten Mal gemacht haben. Ha, die werden drinnen geguckt haben, was ich mache. Und dann haben sie sich verschniedelt. Und Dominik braucht jetzt wieder ein Bett. Also Dexter. Scheiße. Aber wenigstens haben sie das eins geklaut. Ich sag ja, ich schreib dir irgendwie dein Kennzeichen auf. Echt so. Weil Gott sei Dank haben die das jetzt irgendwo hingestellt. Weil die hätten das ja jetzt nach Paleto hochfahren können. Dann wären die Butze weg gewesen. So. Clip, den schauen wir uns kurz zusammen an, oder? Passt auf, Leute. So. Motor wurde gestoppt. Ah, er ist aber wieder angegangen. Hast du gesehen? Roffel. Da, der läuft. Ich hab ihm den dann auch noch verkauft. Guck. Und der ist wieder an. Er ist wieder an. Deswegen Lampen auch die leuchten. Deswegen leuchten wir die Lampen. Wir haben den ja halb gekauft. Och, der Motor so läuft. Es halt. Tut mir so leid, noch nachträglich. Ich habe da so ein schlechtes Gewissen, aber das ist ja eher nicht. Nämlich, trotzdem war der abgeschlossen. Trotzdem war der Wagen abgeschlossen. Ja? Ich bin noch im Dienst, stimmt. Trotzdem war der Wagen abgeschlossen. Das heißt, die hätten da trotzdem nicht reinkommen können. Stranges Unterfangen. Ja, in dem Fall würde ich sagen, vielen, vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Lasst ein Follow da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Es gibt tägliche Streams mit allen möglichen krassen Spielen hier. Und auf YouTube genauso. Könnt ihr einfach mal draufschauen. Wäre mega cool. Würde ich mich mega freuen. Wir haben nämlich eine Community verloren mit 700 Abonnenten und 800 Videos, die ich gemacht hatte. Wir wurden gehackt und jetzt alles am Arsch. Deswegen muss ich mich hier neu organisieren irgendwie. Deswegen wäre cool, wenn ihr auch auf YouTube ein Abo dalasst. Vielleicht wollten die dir zeigen, dass du dein Auto besser nicht anlässt. Ja, das kann gut sein. Also in dem Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.